Hallo und herzlich willkommen zu einem weiteren Elevator-Vlog mit Mirko und Fred. Der salutiert. Nein, richtig. Mirko salutiert. Ich salutiere. Wir haben für euch ein brandneues Gerät mitgebracht. Das gibt es jetzt direkt noch nicht zu kaufen, aber wir können es auf jeden Fall schon mal vorstellen. Es ist von Pioneer und es handelt sich dabei um den DDJ-RZ-X. Wie groß ist es? Wir messen ab heute alles in DDJ-SB und wir messen hier ganze 3,5 DDJ-SB. Merken. Merken. Ist echt großes Ding, wirklich. Es ist riesig. Ja. Eine riesige Sache. Aber das nicht ohne Grund, denn da steckt ja auch wirklich viel drin. Was steckt denn da drin? Ich muss da ganz kurz ehrlich sagen, ich habe nicht so viel Ahnung von dem Gerät. Fred schon, er hat sich damit ein bisschen mehr auseinandergesetzt als ich. Aber klar ist das Ding der RZ, aber mit ein paar mehr Features, was mir bekannt vorkommt. Okay, aber was sind denn die Erneuerungen hier, Fred? Die Erneuerungen hier sind vor allen Dingen das... Hört sich nach... Kugellager an. Genau. Ist auch ein Kugellager drin. Es sind die CDJ 2000 Nexus Jog Wheels, die wir hier finden, mit einem Jog Adjust von Heavy to Light. Das ist natürlich sehr cool. Ich finde sehr schön, dass die Fans geschrien haben, hey, bei dem Controller, das wäre aber geil gewesen, wenn. Und anscheinend hat Pioneer gehört und hat das Ding hier drin verbaut. Das freut uns alle. Genauso wie die Release FX Sektion, die wir hier neu dazu bekommen haben mit diesem schönen Nippel. Erinnert mich so ein bisschen, du hast Nippel gesagt. Ja. Erinnert mich so ein bisschen an den Pioneer RMX 1000, das Effektgerät oder den 500er. Release FX, Fred, wissen das? Wir wissen das. Wissen das? Ich drück mal Play. Mach mal hier ein bisschen Musik an. So, jetzt starte ich hier mal einen x-beliebigen Effekt. Delay. In dem Fall war es ein Echo. Hier kann ich auch andere Sachen einstellen, unter anderem ein Vinyl Break, ein Backspin. Und da hat man jetzt gleich mehrere Sachen sehen und hören können. Zum einen ist das ein Touch-Display. Wir haben es gesehen. Ist natürlich schön. Ich glaube, es ist halt in der Größenordnung einer der ersten Controller, in dem 3 Displays verbaut wurden. Touch-Displays. Dreimal. Auf jeden Fall. Mindestens. Mir fehlt bislang noch die Konferenzschaltung zur ersten, zweiten und dritten Bundesliga. Aber ich mag keinen Fußball. Vielleicht kommt das ja noch. Ich mag Züge. Auf jeden Fall ist das hier sehr schön zu sehen, dass du eben alles über diese Touch-Sache regeln kannst. Du kannst Cue-Points setzen, du kannst die Effekte einstellen und eben auch diese Backspin-Variante bzw. die Release-FX-Sektion auswählen. Exakt. Dann hätten wir auch, wenn wir jetzt schon bei Nippeln sind, nehmen wir doch gleich direkt hier den Direction-Nippel, mit dem man direkt Slip-Reverses zaubern kann. Was heißt das ganz genau? Das heißt, dass der Song im Hintergrund weiterläuft, während ihr den Effekt quasi auswählt. Also auch wenn der Reverse läuft, läuft der Song von der Zeit her weiter. Und sobald ihr den Nippel loslasst, ist der Song wieder da, wo er wirklich hingehört, ne? Von der Zeit her. Ganz genau. Das ist eine ziemlich praktische Geschichte. Natürlich können wir den auch ganz normal auf Reverse schalten. Dann läuft er wieder da weiter, wo er eben nach dem Reverse weiterlaufen muss. Richtig, ne? Richtig. Das geht natürlich auch. Das nächste, was wir hier finden können, ist die Beat-Sync-Sektion. Die ist aber irgendwie... Die war vorher mal da. Aha. Jetzt ist sie aber hier. Aha. Ich vermute, weil dort nicht so viel Platz war wie hier. Alleine wegen diesen Jogwheel-Adjustments. Ja, wahrscheinlich deshalb, wahrscheinlich aber auch, weil das Gerät sehr, sehr viele Funktionen eben übernommen hat. Und ja, okay, ich mein, Es macht es eindeutiger. Im Club findet man sich dann theoretischerweise wirklich schnell zurecht. Ja, vor allen Dingen, weil es halt dasselbe Layout ist wie bei den CDJs. Ja, ne? Das ist natürlich eine super Geschichte. Dann rutschen wir mal ein bisschen weiter nach links. Sehr gerne. Zu der nächst wichtigsten Erneuerung, und zwar den beiden Mikrofonkanälen mit Dreiband-Equalizer. Man munkelt. Hier ist ein Mikrofon. Was für ein Zufall. Und mit Mike FX. Da hätten wir einmal ein Echo. Hallo. Ein Mirko ist in den Brunnen gefallen. Was? Okay, das war ein sehr tiefer Brunnen. Machen wir nochmal einen helleren. Ja, mach mal. Was?
Ja, okay, das war mehr, ist auch egal. War eher so, als würdest du ins Waschbecken schreien oder in der Badewanne oder was auch immer. Pitchen kann ich vielleicht noch deine richtige Stimme. Das ist meine richtige Stimme. Oder das. Wenn ich sauer bin. Und dann hätten wir noch den besten. Do you believe in love, the love? Okay, es reicht. Man sieht auf jeden Fall, Cher war bei Pioneer und hat ihren Effekt verkauft und den haben sie mit eingebaut. Das heißt in Wirklichkeit V-Tune. V-Tune, wir nennen es Like a Chariot. Genau. Und Cher Butter. Weiter geht's. Wir hätten dann noch die Soundcolor-Effekte, die befinden sich direkt darunter. Da haben wir Space, Dub Echo, Crush, Jet, Pitch und Filter. Ja, 6 Stück haben wir. Allesamt nochmal mit einem Parameter veränderbar. Das bezieht sich dann immer sofort auf die komplette Bar, also auf alle Kanäle. Also sobald man einen Kanal ausgewählt oder einen Effekt ausgewählt hat, dann darf man das pro Kanal quasi einregeln, das ist richtig, aber... Wir haben ja noch Multimodus. Dieser Multimodus erlaubt es uns, für jeden einzelnen Kanal einen anderen Effekt einzustellen. Ich nehme jetzt mal zum Beispiel für Kanal 2 einen Sweep. Das ist ein Filter-Sweep, den packe ich da jetzt mal rein. Im Master packe ich jetzt hier mal, was hört man gut? Zwei Filter wäre doof, nehme ich also Space. Genau. Much Space in the Master. Master Space. So. Hit it. Oh, ich muss vielleicht die Kanäle noch aktivieren. Ihr hört den Sweep-Effekt und dann den Space-Effekt. Ihr merkt, ihr könnt das Ganze wunderbar kombinieren. Also nochmal kurz zum Klären. Wir haben hier analoge Effekte über die Soundcolor FX, die ihr über das Gerät bedienen könnt. Und auch über das Gerät bedienen könnt ihr aber die softwarebasierten Filter oder eben Effekte, die ihr in der Racketbox DJ, die Software, die übrigens dabei liegt, bedienen könnt oder eben vorfindet. Exakt. Richtig. Ganz genau. Was ist denn aber noch so richtig schön Neues in dieser Racketbox DJ Software? Vorher kommen aber jetzt noch die Combo-Effekte. Okay, mach erst die Combo-Effekte, bevor ich hier wieder was vorlege. Ja, genau, bevor wir was vorwegnehmen. Mit den Combo-Effekten kann ich den jeweils ersten Effekt, der Effektbar und einen entsprechenden, den auf dem Kanal liegenden Soundcolor-Effekt kombinieren. Und dann auf einem XY-Pad kombinieren. In dem Fall war das jetzt Space und Delay. Der Delay. Richtig nice Feature auf jeden Fall. Hat so ein bisschen was von dem Core Chaos Pad. Ihr könnt euch sicherlich erinnern an das wunderbare Gerät. Es ist natürlich einfach ein XY-Pad, in dem du zwei Effekte quasi miteinander verbinden kannst. Was sehr, sehr, sehr viel Spaß macht und sehr intuitiv ist auf jeden Fall. Finde ich super. Und jetzt gehen wir doch mal dahin, wo du hin wolltest. Genau. Nämlich zu dem eigentlichen Kernfeature. Und das ist Videomixing. Jetzt denkt man sich, was? Aber, ganz ehrlich, ja. Ich war letztens noch im Club und mir ist da aufgefallen, da hat so ein bisschen vernünftiges Visual wirklich gefehlt. Also das Setup war cool, der DJ war cool, aber es hat irgendwas gefehlt. Da waren ein paar Lampen am Blinken und sonstiges, hat ein bisschen nach Jahrmarkt ausgesehen. Und da hat mir was gefehlt. Und ich muss ganz ehrlich sagen, dieses Videomixing, das bringt nochmal wieder was zurück und eröffnet euch Möglichkeiten, die sind wirklich gigantisch und machen richtig viel Spaß. Ihr habt also nicht nur die Möglichkeiten, wirkliche Musikvideos einzuspielen und die quasi ineinander zu mixen. Ihr könnt auch Tracks nehmen und darüber dann irgendwelche Visuals legen und diese dann eben streamen. Wir haben das jetzt hier gerade auf dem Mac einfach als Vollbildvideo, habt ihr einen zweiten Videoausgang am Monitor angeschlossen, einen Beamer oder einen zweiten Monitor, dann könnt ihr das dahin streamen. Richtig nice Sache. Zeigt doch mal was. Ich zeig mal was. Ich mache jetzt hier einfach mal Play und mache das Ganze mal ein kleines bisschen leiser. So, hier habe ich die Möglichkeit, entsprechend mit TouchFX zu arbeiten. Das heißt, ich kann hier einmal einen entsprechenden Effekt einstellen. Da habe ich die Möglichkeit, zwischen Zoom, Kaleidoskop, Strobe, Edges, Blur und Block zu wählen. Ich nehme jetzt mal das Kaleidoskop. So, und mache hier mal den Vollbildmodus an. Jetzt kann ich hier ein High-Pass-Low-Pass-Filter kombinieren mit von links nach rechts eben einem Videoeffekt, dem Kaleidoskop. Das ist sehr cool, das heißt, ihr habt sowohl audiovisuelle als auch
Nein, nicht als auch. Audiovisuelle Filter- oder Effektmöglichkeiten. Das heißt, ihr mischt beides miteinander und habt sehr geile Möglichkeiten, was Übergänge oder eben ja, videotechnische Übergänge, eben aber auch soundtechnische Übergänge. So, das da ist zum Beispiel jetzt gerade eben das Video, das hier lief. Ich habe das Ganze mal auf Hold geschaltet. Wenn ich das Ganze jetzt wieder auflöse und ganz nach links gehe, dann wird das Video immer klarer. Und mache ich das Ganze aus, sind wir wieder beim normalen Video. Dazu haben wir hier in der Mitte, im mittleren Display, noch die Möglichkeit, verschiedene Transition-Effekte zu wählen. Ich habe jetzt hier gerade nur ein Video geladen, deswegen wird man das, habe ich mal den Cube eingestellt, da sieht man am besten, was passiert. Ich bewege den Crossfader und das ist im Prinzip ein Würfel, der sich dreht. Und hätten wir jetzt ein zweites Video eingeladen, dann würdet ihr jetzt hier quasi das zweite Video sehen, was dann quasi übergeblendet werden wird. Genau. Ach so, das habe ich auch noch nicht gezeigt. Hier habe ich die Möglichkeit, über den Linefader zu dimmen. Die Helligkeit zu dimmen. Genau. Weswegen das Video auch gerade ein bisschen dunkler geworden ist, als ich das Kaleidoskop benutzt habe. Also alles in allem ein riesiges, wuchtiges Gerät. Es ist echt riesig, das haben wir vorhin gesehen. Es wiegt auch ordentlich was, so ist das nicht. Also es hat ordentlich Gewicht, weiß ich nicht, nicht so viel wie ich, aber schon viel. Und ich bin jetzt auch nicht so mobil. Ne? Also, naja, nein. Aber das Gerät, wie gesagt, eine wahnsinnige Anzahl an Features, die wir euch ja gerade gezeigt haben. Der Fun bei dem Gerät ist wirklich hoch und diese Videosache, ich glaube, da wird man noch einiges von hören. Und wir sind wirklich gespannt auf euer Feedback, auf euer Interesse an dem Produkt. Und ja, ich würde sagen, Feature-technisch gesehen. Ich glaube, man wird von der VTune-Sache noch einiges. Ja, ich denke, da wird einiges bei rumkommen. Du hast eine sehr, sehr gute Karriere vor dir als Share-Imitator. Richtig. Das ist dir hoffentlich klar. Wenn das hier alles nicht mehr funktioniert, dann wirst du Share-Imitator. In diesem Sinne, bis zum nächsten Vlog. Ha.